Hallo und herzlich willkommen im Sportsfreund auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zu der DEL-Season mit den Nürnberger Ice Tigers. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg gegen Schwenningen am letzten Spieltag zu Hause versuchen wir heute am Oberwiesenfeld auswärts bei den Münchnern, bei den Red Bulls auch einen Sieg davonzutragen. Wir haben zwar keine Vorteile, die Vorteile liegen in Angriff und Verteidigung bei den Münchnern, aber macht nichts. Wir sind ja Kämpfer, wir werden kämpfen bis zum Ende. Der Sechste gegen den Zweiten in der Tabelle. Mal schauen wir mal, wie die Begegnung hier am Oberwiesenfeld ausgehen wird. Fox am Bulli. Verliert Bulli gegen München. Ich nehme jetzt jeden Tag circa ein DEL, ein Spiel von jedem auf, bis wir sozusagen wieder in der Linie sind. Und unser Nummer 23 macht gleich das erste Tor am Anfang. Unser Blake, drittes Tor in dieser Season. Muss mich zusammenreißen, weil sonst rede ich wieder zu viel Dialekt und dann versteht man mich im schönen Nürnberg rum wahrscheinlich gar nicht mehr. Könnt ihr mir ja gerne mal bitte in die Kommentare reinschreiben. Da bin ich ja kein Bies. Aber das ist halt meine Natur aus Tiroler. Ah. Ah, der Patrick schafft es nicht. Patrick heißt er, glaube ich, gell? Der Reimer. Reimer, Fuchs. Ah, schafft es nicht, dass er das Absicherungstor macht. München ist nur verhalten, aber sie könnten gefährlich werden. Schmülz. Latte. Verzögerungsstrafe wegen Beinstellen, ich glaube gegen Schmölz. Na, gegen den Georg. Gegen den Chuachi. So. Welsch. Die Unterzahl überstehe, dann bin ich schon glücklich. Ohne Gegentore. Jawohl, unser Goalie ist der Beste. Unser Goalie ist der Beste. Und unsere Spieler sind die allerbesten. Oliver. Achtundvierzig Sekunden nur, dann waren wir wieder komplett, meine lieben Sportsfreunde. Oliver Oden, der Oliver Oden. Schafft nur über die Linie. Aber München schafft es nicht,
das Ding im Moment ins Tor zu bringen. Obwohl, dass wir einen Mann weniger auf dem Eis sind. Aber da gibt es ja das Bergeliert, vier Mann sind genug, oder? Reimer. Er ist noch bei den Münchner im Tor. So, hat den hier aus dem Bild kriegen, oder? So, auf geht's, zweites Drittel. Brauchen wir das Absicherungstor. Wir halten dagegen, meine lieben Sportsfreunde, wir halten dagegen. So. Und da ist das Tor von unserer Nummer 23 vom Blade. Zweites Tor am heutigen Abend. Liebe Nürnberger, wann geht überhaupt der Nürnberger Christkindlmarkt los? Das darf mich mal interessieren. Ab wann startet der Nürnberger Christkindlmarkt? Und braucht man, und was braucht man dafür? Das darf mich mal interessieren, weil dann wäre ich mit meiner Frau nach Nürnberg gefahren. Und dann bin ich oben. Diesmal werde ich keinen Kampf beginnen, weil das bringt sie nichts in der DEL. Weil du musst dann gerade derjenige vom Mais. Daniel Schmölz. Verletzt. Den hier aus den Birken. Lobach.
Nein, steigt nicht ein auf den Kopf. Ich weiß, manche wollten es sehen, aber hier ist der Anschlusstrink. Der Anschlusstrinker, ja, der Anschlusstreffer vom Maurer, Frankie. So, ich sage, München ist gefährlich. München kann gefährlich werden. Deswegen heute ist ganz. So, jetzt letztes entscheidendes und gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde und Rinnen natürlich. Wie schon gesagt, wo sind die Nürnbergerinnen? Die Sportsfreundinnen in diesem Projekt. Denn was ich habe. Tor. Ja, am Tor vorbei. Da ist er. Blade. Schafft er einen Hattrick? Schafft er den Hattrick? Im Moment nicht. Er hat ihn wieder. Ich glaube, er will ihn. Ich glaube, er will ihn. Aber schafft es wieder nicht. Ich glaube, München weiß, wie gefährlich unser Blade ist. Unser Blake. Blade. Blade ist ja der Vampirjäger. Unser Blake. Oh, jetzt hat Schmülz. Jawohl, unser Nummer. Naja, wieso? Wo war die Torwartbehinderung? Weil er ein Stück zu hoch gehabt hat wahrscheinlich. Um 2 mm. Ja. .448 genau. Das Tor, das zwickt mich bis jetzt selber noch. Ah, zu früh. Nicht nervös für ein HP. Alles wird gut.
Führungsstrafe gegen Nürnberg, das haben wir jetzt noch braucht. Die letzten war es 53 genug gegen ein Team. So, Blake. Die Zeit für dein Hattrick. Oder auch nicht. Das gibt's ja nicht. Abseits. 10:02, es wird diesmal ab Verlängerung werden. Gehen wir davor aus. Wert Overtime, Wert Overtime, meine lieben Sportsfreunde. Jawohl. Jawohl. Die Nummer 21. Macht den Held des Abends. Für mich ist immer der, der was die Spiel rettet, der Held des Abends. Und somit gewinnt Nürnberg 3:2 in der Verlängerung auswärts ohne Penaltyschießen durch einen Schuss von der Nummer 21. Rieslinger. Rieslinger. Max. Ein Tor. Zweites Tag geht an München. Und der erste Star ist der Blake mit 2 Toren. Also haben wir 2 Stars, 3 Tore, 0 Assist. Und zumindest eine kleine Anzahl an Punkte haben wir gut gemacht, meine lieben Sportsfreunde. Overtime-Sieg. Momentan sind wir Siebter.
Wir bleiben 7., 21., 9. Die Roosters. Iserlohn. Heimspiel ist wieder. Tabelle schauen wir uns gleich an. Die Nummer 23 ist Topstorger. Und die Tabelle sind wir auf dem siebten Platz angerutscht. Von 6 auf 7. Macht nichts, wenn wir schon wieder aufkommen. Straubing, unangefochten an erster Stelle, gefolgt von Berlin mit Punktegleichstand. Dann kommt München mit 10 Punkten. Augsburg mit 9. Die Fischtauners. Die Mannheimer mit den gleichen Punkten. Dann kommen wir mit 8 Punkten auf der 7. Also die Roosters, also spielen wir das nächste Mal 7. gegen den 8. Dann die Wolfsburger, Krefeld, Düsseldorf, Köln, Ingolstadt, Bietigheim, Schwenningen auf dem letzten Platz. Na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese Folge, für diesen Spieltag. Folge ist ja keine, Spieltag. Für diesen Spieltag. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der DEL mit den Nürnberger Ice Tigers weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann doch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.